Hallo allerseits. In diesem Video wird beschrieben, wie fehlerhafte Sektoren von Festplatten mit Hilfe von HDD-Regenerator wiederhergestellt werden. HDD-Regenerator ist ein benutzerfreundliches Programm, das mit Hilfe eines speziellen Remagnetisierungsalgorithmus fehlerhafte Bereiche von Festplatten wiederherstellt. Mit diesem Algorithmus können Sie laut Angaben des Entwicklers fast 60% der beschädigten Festplatten wiederherstellen. HDD-Regenerator überprüft Laufwerke ausschließlich auf physischer Ebene, sodass die Anwendung mit jedem Dateisystem FAT, NTFS und so weiter sowie mit unformatierten Laufwerken arbeiten kann. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Laden Sie das Programm herunter und installieren Sie es. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Hauptmerkmale des Programms: Schneller Scan der Festplatte auf fehlerhafte Sektoren und Fehler, Erkennung von physischen Schäden an der Oberfläche der Disk, Festplattenwiederherstellung ohne Datenverlust. Scan-Festplatte auf physikalischer Ebene. Starten Sie das Programm direkt von einem Betriebssystem. Unterstützung für alle Dateisysteme. Die Fähigkeit, ein bootfähiges CD-, DVD-Laufwerk und USB-Sticks zu erstellen. Überwachung des Status von Festplatten in Echtzeit. Führen Sie das Programm aus. Doppelklicken Sie auf die Festplatte, die analysiert und möglicherweise wiederhergestellt werden soll. Wählen Sie im folgenden Fenster den Scan-Typ aus. Drücken Sie nach Enter die Taste 2, um einen vollständigen Scan mit oder ohne Wiederherstellung durchzuführen. Im nächsten Schritt können wir folgende machen: Scannen und Wiederherstellen. Scannen ohne Wiederherstellung. Regenerieren alle Sektoren, auch die guten. Drücken Sie die Taste 1 nach Enter, um Scannen und Wiederherstellen auszuwählen. Geben Sie im letzten Schritt den Scan-Bereich an. Vom Anfang an von der Nulladresse und unterbrochene Scan-Sitzung fortsetzen. Stellen Sie den Bereich der Sektoren manuell ein. Drücken Sie nach Enter die Taste 1, um von Anfang an zu scannen. Der Scan-Vorgang hat begonnen. In diesem Fenster können Sie sehen, wie viele Prozent vor Abschluss des Vorgangs abgeschlossen wurden, wie viele Megabyte Daten und Sektoren gescannt wurden. In der unteren linken Ecke sehen Sie die Anzahl der beschädigten Sektoren und wie viele davon wiederhergestellt wurden. Wenn das Programm beim Scannen auf einen beschädigten Sektor stößt, können Sie ihn reparieren und seine Funktionen zu demonstrieren. Wenn Sie den beschädigten Sektor erneut betreuen, werden Sie vom Programm darüber informiert, dass der Datenträger wiederherstellbare Schäden enthält. Um diese zu beheben, müssen Sie eine kostenpflichtige Version des Programms erwerben. Ob Sie die kostenpflichtige Version kaufen oder nicht, wir hielten es für notwendig, Sie mit einem solchen Tool für die Arbeit mit Datenträgern vertraut zu machen. Übrigens sind Sie in einem unserer vorherigen Videos ähnliche Themen zu Victoria für Windows. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Das Programm hat also den Scan-Vorgang abgeschlossen und eine Meldung zu den Ergebnissen angezeigt. In meinem Fall wurde keine Probleme festgestellt. Drücken Sie die Escape-Taste, um das Menü zu verlassen. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass dieses Video Ihnen nützlich sein wird. Abonnieren Sie unseren Kanal, Daumen hoch und tauschen Sie Videos mit Freunden aus, um die Veröffentlichung neuer Videos zu beschleunigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.